Hallo Leute, heute ist der 19. 11.2020. Heute war Sonja da. Wir haben noch Geschenke eingepackt, waren draußen und haben Kaffee getrunken und getratscht. Wir haben uns re recht gut verstanden. Es war ein schöner Tag. Morgen wäre Corinna gekommen, aber mir ist ein Arzttermin dazwischen gekommen. Es geht sich leider nicht aus. Und um 2:30 kommt die Akupunktur. Also eine Freundin, die mich akupunktiert. Und da teilt sich's dann nicht mehr aus, dass Corinna kommt. Nach dem Arzttermin dann. Und deswegen habe ich ja heute abgesagt, aber erst spät, weil der Arzt zumindest jetzt dazugekommen ist. Und wann kann ich mich ausschlafen? Heute habe ich mich auch ausgeschlafen. Und ich bin zwar schon wieder ziemlich müde, aber es geht. Ich bin ziemlich schlecht drauf, weil ich jetzt zur Abendknicks wieder habe. Ich hatte jetzt lange Ruhe davon, aber im Moment kommt es wieder öfter vor, dass es mir abends schlecht geht. Und womit das zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach so. Und tagsüber ging es mir auch nicht so gut. Es war zwar schön, dass Sonja da war, aber ich war relativ angespannt und auch irgendwie neben der Spur. Und ja, es war schwierig. Christoph haben wir noch immer nicht erreicht. Ich weiß nicht, was da los ist, und das macht mir auch Sorgen. Und es gibt nicht viel Neues eigentlich. Es wird immer kälter. Heute war es 6 Grad kalt. Also waren wir nur ab und zu draußen. Und sind nicht spazieren gegangen. Am Wochenende soll es sogar schneien. Und Minusgrade haben, was nicht so positiv für mich ist, weil ich dann nicht raus kann. Und ja, mal schauen, wie das Wetter wird. Aber 10 Grad soll man demnächst nicht mehr kriegen. Maximal 2, 3. Und ich habe schon einen Teil meiner Medikamente genommen. Das mache ich immer vorher. Die Schmerztablette, also das Morphin und eine Beruhigungstablette. Aber irgendwie macht sie mich heute extrem fertig. Ich bin extrem müde jetzt. Und unkonzentriert. Und es fällt mir auch das Reden schwer. Ich glaube, das merkt ihr. Meine Bonsai-Bäumchen, da sprießt ein grüner Halm in einem von 4. Und das freut mich, weil das zeigt, dass doch was aufgeht nach fast 2 Monaten. Die brauchen ja irrsinnig lang zu keimen. Und mal schauen, ob es was wird. Oder ob es nur ein Grashalm ist. Sonst, morgen meldet sich Kerstin wieder. Ich bin gespannt, was sie mir erzählt. Ich möchte über meinen Zustand reden und
darüber, dass mir der Lockdown jetzt doch mehr macht und dass ich das Gefühl habe, dass es mir psychisch immer schlechter geht. Es ist schwierig, weil ich nicht so frei sprechen kann, wenn meine Eltern nebenan sitzen. Aber ich fühle mich ziemlich alleine. Und auch wenn Sonja und Corinna immer da sind, aber ich fühle mich emotional alleine, weil ich viel alleine im Zimmer sitze und viel Zeit zum Nachdenken habe. Und ich glaube, das tut mir nicht gut. Und ja, darüber möchte ich mit Kerstin reden. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Möglichkeit, dass ich zu ihr zum Gespräch komme. Auch wenn es schwierig ist, weil ich halb sein Corona-Spital ist. Aber ja, ich brauche einfach mehr Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit. Das merke ich in letzter Zeit. Und das ist echt schwierig. Weil meine Eltern sind mit Umbauarbeiten beschäftigt, was mir natürlich auch zugute kommt, aber viel Aufmerksamkeit bleibt da dann nicht über. Und ich möchte mich nicht beschweren, ich bin zufrieden mit meinen Eltern, aber und auch dankbar, aber es ist einfach schwierig, das so aufzuteilen, dass keiner zu kurz kommt. Und mit dem Hund und so. Aber naja. Am Samstag kommt Sonja wieder. Und wir haben schon die Stunden für Dezember ausgemacht. Ich glaube nicht, dass ich eine Erweiterung der Stunden bekomme, weil ich zu wenig Gründe dafür habe und nur 40 Stunden für die Freizeit aufgewendet werden dürfen. Und Corinna hat ja keinen Führerschein, also kann ich sie nicht für Arzt warten, angeben. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil das macht es nicht unbedingt leichter mit den Stunden. Aber na, sonst kann ich nicht viel erzählen. Mir fällt einfach nichts ein. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht. Eure Ines.